Wir schauen quasi in die Wahlheimat von Johannes, in die Schweiz, denn dort gab es die internationale Sportnacht in Davos. Dort wurden Sportler ausgezeichnet für ihre herausragende Leistung. Und einer von ihnen war vom FC Bayern München, Sherdan Shaqiri, der Schweizer Nationalspieler. Er hat den Davoser Kristall mitnehmen können. Didier Küsch zum Beispiel war mit vor Ort und noch einige andere. Und wir zeigen jetzt mal diese Höhepunkte aus dieser internationalen Sportnacht in Davos. Guten Abend, ganz herzlich willkommen zu der internationalen Sportnacht am Kongresshaus in Davos. Meine Damen und Herren, Sherdan Shaqiri! Ja, es war mir natürlich eine Ehre, hier zu sein mit meinen Brüdern, mit meinem Freund. Und ich bin jetzt zum ersten Mal hier und es ist eine sehr schöne Atmosphäre hier und eine sehr schöne Gala. Und es hat viele Top-Sportler hier, Spitzensportler, Schweizer Sportler. Und das gefällt mir sehr hier. Und ich denke, wir haben alle einen schönen Abend heute und werden es auch sehr genießen. Wir haben gefreut, dass du da bist bei der Davoser Sportnacht. Danke vielmals. Murat Yakin übergibt den Pokal an Sherdan Shaqiri. Herzliche Gratulation, vielen herzlichen Dank. Also heute konnte ich schon mit dem Lauftraining beginnen und da war ich schon froh, weil ich war jetzt schon eine Zeit weg, also einen Monat lang. Und jetzt war ich natürlich froh, dass ich schon laufen konnte. Und jetzt sollte es eigentlich schnell vorwärts gehen und dann kann ich eigentlich in ein, zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen. Kommt der Goalgetter zu uns auf die Bühne im Kongresshaus, Alex Frey. Ich war ja zum ersten Mal hier in der Davoser Sportnacht. Ich finde das ein sehr gelungener Anlass. Sehr viele tolle Sportler sind hier. Und ich glaube, dass es eine große Ehre für mich war, im gleichen Atemzug so geehrt zu werden wie eine Eishockey-Nationalmannschaft oder ein Didier Küsch. Das ist für mich schon eine Ehre. Thank you so much. Björn Donkerbeck, Danny McCaskill. Meine Damen und Herren, Didier Küsch. Für das erste Mal dabei bin ich sehr beeindruckt vom ganzen alles. Sehr professionell gemacht und sehr viele schöne Bilder über Sport. Stolz, dass ich da einen Preis dafür übernehme. Das heißt, dass ich eigentlich ein paar gute Sachen gemacht habe in meinem Karriereverlauf und nehme ich sehr gerne entgegen. Diesen Pokal, eine Schweizer Legende. Ich hoffe, dass der Wetter da mitspielt. Sicher keine einfache Situation mit mehr, was sehr nah ist und hoffentlich wird der Wetter stabil sein, vor allem von der Alpine, wo draußen sind, der Wettkampf. Und dann super tolle Leistungen für den Sportler, fairer, gesunder Sport. Ich denke, das IOC wäre gut beraten, wenn die Spiele wieder eine Größe kleiner würden. Ich denke, das Signal aus Graubünden oder aus München ist bezeichnend und sollte für das IOC ein Weckruf sein, dass man die Spiele in Zukunft eine Nummer kleiner gestaltet, um sie wieder sehr interessant und spannend zu machen. Gratulation zu deiner Karriere, meine Damen und Herren, Didier Küsch und vielen herzlichen Dank. Wir stehen jetzt zwei Monate vor den Olympiaden. Man hat noch keinen Speed-Wettbewerb gesehen. Das wird sich auch zeichnen oder ergeben, wann schnell wird sein. Aber auf das, was man letztes Jahr gesehen hat, man muss sicher mit den gleichen mitrechnen.
ein Top-Favorit, wo Axel Uhm Svindal, der sehr stabil, sehr konstant und sehr stark Abfahrt fährt. Einige Italiener, hoffentlich die Schweizer, zeigen sich wieder ganz vorne dabei. Österreich, also eigentlich Bode Miller ist zurück. Es wird sicher sehr spannend sein und sowieso Olympiade. Die Favoriten haben einen harten Tag vor sich. Maria Riesch, eine große Nummer in mehreren Disziplinen, bereit für eine bis, sage ich mal, drei Medaillen. Vicky Rebensburg natürlich auch. Bei den Herren hoffe ich auf Felix Neureuther. Also ich denke jetzt mal, Deutschland, Alpin, so vier Medaillen liegen drin, wenn es optimal läuft.